Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Lucius. Das ist jetzt hier schon der dritte Versuch, den ich versuche hier aufzunehmen, dieses Spiel. Irgendwie zickt es heute rum, also dann gehen die Türen nicht auf und dann ist auch, ich habe überall so merkwürdige Grafikfehler irgendwie drin gehabt vorhin und ach, was weiß ich. Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich habe nur festgestellt, dass man hier den Strom ausmachen muss, weil wir müssen ja noch zu dem Opferraum gehen. Und hoppala. So, jetzt gucken wir hier gleich mal. Ja, das geht nämlich. Okay. Wir müssen ja zu dem Opferraum hingehen, hat unser Großvater gesagt. Wir haben jetzt hier für Stromausfall gesorgt, damit Mami hier auch verschwindet, weil wir können nur durch das Schlafzimmer der Eltern gehen. Und ja, da ging die Tür vorhin nicht auf. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Vorhin ging es nämlich nicht. Und dann musste ich neu starten, weil ich dachte, dann erübrigt sich das Problem auf jeden Fall. So. Also vorhin ging es dann auch mit irgendeinem Schraubenschlüssel in der Hand. Das ist irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht. So, und dann hatte ich komische Grafikfehler in dem Spiel. Und ach, ich weiß es auch nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja, also diese stockfinstere Dunkelheit sorgt tatsächlich dafür, dass die Grafik irgendwie schon ein bisschen merkwürdig ist, oder? Also die Türen sind hier. Ah, die ist auch auf. Aber hier ist. Oh, da habe ich was gehört. Eine Tür. Ja, gut, hier ist ja nichts weiter drin. Wir sollen uns natürlich nicht erwischen lassen. Klar, ganz logisch. Die sind auch auf, aber da geht es ja auch nicht raus. Also müssen wir wohl diese Tür nehmen. Hier geht es wenigstens runter. Ah, und da haben wir jemanden mit Taschenlampe rumlaufen. Da stellen wir uns mal hier vorne vorsichtig ums Eck. Und gucken mal. So, der geht da rein. Die geht auch da rein. Dann lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Alles klar. Ah, diese Schleichpassagen hier sind natürlich schon echt ein bisschen bitter. So. Ich habe auch keine Ahnung. Nicht so wirklich, wo ich hin muss hier. Hier geht die Tür auf. Ich könnte ja gleich mal auf meiner schlauen Karte gucken. Ach so, das ist das Arbeitszimmer von unserem Opa hier, ne? Ah. Ja, warum bin ich nicht im Bett? So. Alles klar. Na, Gott sei Dank haben wir das gelernt hier, ne? Also, dass wir hier. Oh. Wow, 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 wow. Immerhin haben wir das gelernt, dass wir hier. Oh Gott, gehen die Türen. Also, irgendwas ist hier echt ein bisschen komisch. Also, normalerweise müssten die dann ja so rot angezeigt werden, wenn die nicht aufgehen. Aber da wird irgendwie gar nichts angezeigt. Ich nehme jetzt hier den Schraubenzieher wieder in die Hand. Ah ja, mit Schraubenzieher in der Hand geht es. Also das ist irgendein ganz merkwürdiges Feature. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich gerade in so Schleichpassagen auch nicht so toll. Jetzt machen wir hier mal zu. Wo sind wir denn hier jetzt? Ah, ach so, das ist das Schulzimmer-Dings-Gedöns hier. Ja, alles klar. Gibt es hier denn irgendwas Spannendes? Ein Buch. Ja, ich fange jetzt hier mitten in der Nacht nämlich das Lernen an. Weil ich bin ein braver Junge. Ah ja, okay, ein Kleber. Nur den könnte man immer mal gebrauchen. Jetzt machen wir hier wieder zu. Ich weiß auch wieder gar nicht, wo muss ich denn hin? Oh mein Gott, wo ist denn meine Karte? Ah nein, es ist der Geheimgang nicht eingezeichnet. Ich muss irgendwie in die Garage, ne? War das. Garage. Garage wird ja unten sein. Okay, also. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir müssen runter. Dann haben wir diesen langen Gang. Und da wahrscheinlich in der Mitte runter. Ja. Okay, also wir müssen jetzt da wieder runterwandern. Wo ist denn der Dicke hier? Na, mach auf. Okay, lauf.
Lauflusches. Also die Grafikfehler sind auch nach wie vor da. Es tut mir, huch, es tut mir sehr, sehr leid. Also es tut mir wirklich leid, dass ihr jetzt damit leben müsst. Ich habe schon versucht, oh, ums Eck, das irgendwie umzustellen und einzustellen, aber es wollte nicht so, wie ich wollte. Und es wird einfach daran liegen, dass dieser Part wirklich stockfinster ist und ich die Gamma-Einstellung hochgedreht habe. So, jetzt Map. Wo ist denn hier? Wir sind jetzt. Wo sind wir denn? Ach so, wir sind hier, genau. Und da geht die Treppe hoch. Und wir müssen jetzt hier und dann rechts. Okay. Alles klar. Lauf. Oh, hört ihr das? Feuerwehr? Oder Krankenwagen? Hier ging's doch lang, ne? In die. Scheiße! Ah. Ladung übrig, 4 von 6. Na gut, das ist ja schon mal. Ah, jetzt ist natürlich wieder. Ich hasse das wirklich. Also, das haut hier mit den blöden Türen irgendwie nicht hin. Das ist schon nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Schraubenschlüssel durch die Gegend laufen. So, jetzt sind wir hier. Sind wir doch schon ganz gut aufgehoben, ne? Das war ja hier im Weinkeller. Und, ist da jemand? Oder ist das nur Nebel? Man weiß es nicht. Okay, ja. Na, hier hinten ist ja der Geheimgang. Hier wird ja niemand hinkommen. Dann machen wir auf die Tür und runter da. Opa wartet ja auf uns. Grandpa. Und da sind wir schon. Opa, ich bin da. Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. Ja, da hat ja unser Grandpa den Reporter hier festgenommen. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Ich soll hier was fürs Ritual vorbereiten. Prinzipiell Kerzen an ist, glaube ich, eine gute Idee. Haben wir da irgendwas im Inventar? Eine Zahnbürste? Ach, die Kassette, die könnten wir auch mal abgeben. Ja, Streichhölzer sind doch gut. Dann zünden wir die mal an hier. Woher ich auch immer weiß, es liegt mir in den Genen, ja, dass ich weiß, wie man Rituale vorbereitet. Mit 6 Jahren schon. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. So, Kerzen sind an. Okay, du hast die Kerzen entzündet. Alles klar, was gibt's denn hier noch? Die Ritualschüsseln, die nehmen wir jetzt mal hier noch mit. Ah ja, dann machen wir hier drauf. Das Objekt wurde korrekt verwendet. Und ein nächstes. Ach nee.
Die gehen auch nur dann auf eine bestimmte Stelle anscheinend. Okay, dann dahin. Die nächste. Ja, ich renne aber grundsätzlich zum Falschen. Ich weiß auch nicht. Das ist mein persönliches Talent. Was gibt's denn sonst noch? Da ist doch noch einer. Na, gehört die... Die muss doch hier hin, oder nicht? Hä? Das ist ja komisch. Warum geht das nicht? Ach, mach mich nicht schwach. Nee, ich kann die anderen nur wieder einsammeln und die gehört ja eigentlich hierhin. Dann gucken wir mal in unser schlaues Inventar. Was ist denn damit? Die Schale ist zerbrochen und kann keine Flüssigkeit aufnehmen. Ach so, ja. Dann, Aktualisierung im Notizbuch. Fabius. Eine der Tassen ist zerbrochen. Sie wird kein Blut halten können. Ich muss sie reparieren. Ist mein Kleber im Studierzimmer im Westflügel? Ja, Kleber habe ich doch schon. Habe ich doch schon alles, Lucius. Hast du doch schon einstecken. Mensch, Junge. Na, wie ging denn das? Ach so, das mit dem. Jawohl. Kombiniert. Na dann, nehmen wir die mal wieder hier. Jawohl, dann kann ich die hier auch hinlegen. So, was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt denn da noch? Ach, der ist noch nicht angeschnallt hier. Hier hängt doch ein Gürtel. So, dann schneiden wir den mal noch an. Wir wollen ja nicht, dass er uns davonläuft. Oh. Ja, dann lass uns mal sehen. Jetzt soll ich Q. Was steht denn hier? Er glaubt, der Pakt macht mich zu seinem Freund. Das ist sicherlich nicht der Fall. Großvater Fabius. Mein Großvater hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Allerdings sind noch alle wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Das haben wir ja geschafft. Großvater hat mir erzählt, er stecke hinter dem Pakt mit Lucifer, meinem wahren Vater. Er will, dass ich den Opfertisch vorbereite. Er gab mir die Schuld für diesen Reporter. Ich mache den Tisch besser fertig. Eine der Tassen... So, und nun? Okay. Ja, dann schließen wir das mal. Oh Gott, wie ging denn das noch? So. Ja, und nun? Was soll ich denn nun tun? Opi? Was soll ich denn jetzt machen? Was gibt's denn hier noch so? Ah, hier ist ein Ritual-Dolch. Den könnten wir Opi geben bestimmt, oder? Ja. Was ist das für ein Ort? Was zum Teufel? Lass mich einfach gehen. Okay, Kleiner? Okay. Beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. Scheiße! Wie hast du das gemacht? Ist das Kreuz? Es wirkt auf ihn! Wird dich im Zaum halten! Oh! Oh! Ich hätte... vielleicht mal weglaufen sollen, aber ich wollte erst... ja. Das war jetzt irgendwie nicht so clever. Ich war jetzt auch etwas überrascht, dass wir unseren Großvater da umgebracht haben.
war etwas geplättet. Ach du meine Güte, ich weiß gar nicht mehr, welche Taste das war hier mit dem blöden Feuer. Ich muss jetzt dann erstmal laufen. Okay. Ach, der bleibt dann da immer stehen. Du musst zuerst deine Stärke wieder erlangen. Oh Mann. Ah, ich muss die blöden Kreuze bestimmt umdrehen oder so. Lauf, Lucius, lauf, 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 lauf. Ah ja, der hat jetzt die ganzen Kreuze gemacht. Das ist natürlich nicht so clever. Ich kann aber auch nicht... Ich kann ja hier jetzt nicht ewig im Kreis rennen. Also das ist schon irgendwie nicht ganz so clever, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich muss die Kreuze umdrehen. Das nützt ja alle. Aber sobald ich stehen bleibe, bringt der mich ja um. Also das ist ja witzlos. Ja. Ja. Also, ja, Spielende mal wieder. Hatten wir ja lange nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Das ist ja total freaky, dass ich hier jetzt auch noch kämpfen muss. Oh mein Gott. Okay. Ja, in den feurigen Ofen. Das haben wir ja. Also der darf die Kreuze, der will die Kreuze ja umdrehen, ne? Also das ist... Kann ich jetzt hier mal Q drücken? Wayne. Wayne hat die Kreuze geredet. Ich werde es ihm zeigen. Ja, na, das hätte ich dir auch sagen können hier. 5. Ja, okay. Einmal hat's gereicht. Ach, wo ist denn das blöde Kreuz hier? Hier. Ach, scheiße. Da muss ich ja die Hand wieder nehmen. Oh, Mann, ey. Ja, jetzt werden wir hier mal wieder eine Runde sterben, glaube ich. Wir wählen mal die Hand wieder aus. Ach, Manno. Na gut, aber prinzipiell war das wahrscheinlich richtig. Okay, ja, das ging doch ganz schnell. Jetzt hier 5 und... Oh nein, lauf, 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 Lucius! Ah, das ist aber auch... Ich habe auch Mini-Hände und laufen, sprinten und gleichzeitig dann die 1 drücken ist für mich tatsächlich ein kleiner Krampf, muss ich schon ganz ehrlich sagen hier. Das ist nicht so einfach. Ja, okay. Na gut, also ich muss ihn ja nur 2-mal treffen, ne? Glaube ich. Also sah so aus auf jeden Fall. Dann probieren wir es einfach nochmal. Oh Mann, jetzt will ich das natürlich schaffen. Ich will es schaffen, ich will es so gerne schaffen. Oh mein Gott. Also wir nehmen jetzt hier gleich 5. Vielleicht geht das ja auch noch, während er hier das erste Mal umdreht, sodass wir hier gar nicht... Na los, dann. Na los, 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 los. Na los, noch einmal. Jawohl. Juhu. Tja. In unserem Altarraum solltest du die Kreuze nicht so... Nee, nee, nee. Das ist unhöflich, werter Reporter. Genau. Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans.
Heilige deinen Streit, erwecket die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten? Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismuskram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? Ja, ich soll zum Psychologen? Das habe ich ja nun wirklich nicht. Ein Schuss Bildung am 25. Mai 1973. Also das habe ich schon nun nicht nötig, ne? Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Zum Psychologen? Ich? Also bitte wirklich nicht. Jetzt lesen wir noch unser Notizbüchlein. Wayne. Fabius hat ihn ertappt, als er im Anwesen herumschlich und hat ihn auf den Opfertisch gefesselt. Ich andererseits habe Fabius niedergestochen. Ich kann fühlen, wie etwas durch meine Adern rast. Die Flammen der Hölle durchströmen mich. Wayne hat die Kreuze gedreht, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide hier in der Kammer bleiben. Niemand wird je davon erfahren. Ja, das ist wohl wahr. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Part jetzt, machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.